Anpassungspaketen, die uns ein bisschen intensiver in die Arbeit jetzt von Otto Meyer Aschur einführt. Die versuchen wird, der Verbindung von Nomadentum und moderner Architektur zu kommen, Exzellenz. Meine Damen und Herren, lieber Otto, wenn ich das auch gleich so sagen darf, lieber Herr Zimmermann. Der Gang über Grenzen, ein Wechsel der Kulturen, verheißt Freiheit ebenso wie Gefahr. Wer die weglose Wildnis zwischen zwei Welten durchdringen will, tut dies auf eigenes Risiko. Er ist vor Überraschungen und Täuschungen nicht sicher. Jeder Schritt kann ein Scheitern sein oder die Chance, zu neuen Horizonten und Einsichten vorzustoßen. Und dies gilt immer für beide Seiten. In diesem Fall für den Künstler und den Betrachter seiner Bilder. Wir stehen zwischen Leinwänden, die zu Landschaften werden. Fremde und doch seltsam vertraute Welten tun sich vor unseren Augen auf. Horizontlose Wildnisse, in denen sich geheimnisvolles Leben entfaltet. Figurenreiches Gewimmel, eingewoben in ein dichtes Gefüge aus sich mehrfach überlagernden Farbspuren. Was von fern wie eine überraschend lebendige Wiedergeburt informeller Strukturen wirkt, erweist sich beim Näherkommen als löchriger Text auf der Höhe postmoderner Ironie und beim Herantreten an die Oberflächen als ein grafisch ausgeklügeltes Gewebe comicartiger Figurationen in paradiesischer Unschuld und heiligem Ernst, also ohne jeden Hang zu Satire und Gegenwart. Was wir hier sehen, ist im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig. Wir sehen ein lasierendes Aufeinanderstapeln abstrakter Farbläufe einerseits und ein flächenhaftes Verknoten, Verwirbeln und Vernetzen fein ziselierter Mensch-Tier-Agglomerationen andererseits. Und wir sehen das virtuose Ineinanderschieben dieser beiden perspektivlosen Ebenen der Bildgestaltung weit jenseits unserer Wahrnehmungskonventionen. Abstraktion und Figuration lösen sich nicht auf, sondern entfalten ihren vollen Antagonismus. Aber statt dass die Bildwelten explodieren und zerfallen, entspringt aus dem auf der Leinwand gebändigten Widerspruch ein unerwartetes Großornament, visuell flirrend, ikonografisch ambivalent. Faszinierend wirkt die ostentative Widersprüchlichkeit zwischen dem wuchernden Gestaltchaos und einer obsessiven Systematik. Kurzum, was wir sehen, entzieht sich dem eindimensionalen Zugriff von Beschreibung und Interpretation. Vorsicht also beim Betreten eines unbekannten Terrains, das zu Recht Neugier weckt. Nur so viel lässt sich am Beginn unserer Reise ins Unbekannte sagen. Diese überraschenden Bilder sind Hybride. Sie markieren einen unbestimmten Ort kultureller Überschneidung. Die Soziologie definiert Hybridität als ein Phänomen, das in Situationen auftritt, in denen unvereinbare Denkinhalte aus unterschiedlichen kulturellen, sozialen und religiösen Lebenswelten zu neuen Handlungs- und Denkmustern zusammengesetzt werden. Vorzugsweise in diesen Situationen entsteht kulturelle Dynamik. Und, füge ich hinzu, in einer solchen Konstellation entsteht die Chance zu echter Erneuerung. Öschi Otkonbaya, der sich als Künstler selbst Otto nennt, wurde 1981 am Rande Ulaanbaatars, der Hauptstadt der Mongolei, als sechster Sohn des einfachen Arbeiters Öschi geboren. Zwischen Zentral-Nord- und Ostasien gelegen ist das Steppen- und Halbwüstenland fast fünfmal so groß wie Deutschland und mit 3 Millionen Einwohnern der am dünnsten besiedelte unabhängige Staat in der Welt. Jahrtausendelang lebten hier Nomaden, die Genghis Khan Ende des 12. Jahrhunderts für kurze 70 Jahre zu einem Weltreich bündelte. Seitdem steht das Land unter dem geistigen Einfluss des Buddhismus, einer alten Religion, die selbstverständlich die nach der Sowjetunion zweitälteste sozialistische Volksrepublik überlebte. Der Maler Otto wuchs mit 7 Geschwistern am anderen Ende der Welt auf.
Er zeigte früh seine künstlerische Begabung und studierte in den 90er Jahren Malerei an der Kunsthochschule seiner Heimatstadt. Danach widmete er sich allerdings 6 Jahre lang dem Selbststudium der traditionellen mongolischen Miniaturmalerei und arbeitete zeitweise als Restaurator. Und er machte sich auf den Weg zu den Quellen. 2 Jahre nomadisierte er durch seine Heimat, reiste zu Fuß und zu Pferd, mit Schiff und Flugzeug durch das ganze Land, in die verstecktesten Winkel, zu Dörfern und Klöstern. Er traf auf die unterschiedlichsten Menschen und lebte mit seinen Lehrern zusammen. Seine Liebe zum Land und zur Religion seiner Väter wurzelt in dieser Zeit. Otto eignete sich die Techniken, Ikonografien und spirituellen Hintergründe der mongolischen Miniaturmalerei in den buddhistisch-lamaistischen Klöstern im traditionellen direkten Schüler-Lehrer-Verhältnis an und begann alle Malutensilien selbst herzustellen. Er wurde ein Meister in der Tanga-Malerei, die für ihn mehr Philosophie als Handwerk ist. Ein Tanga ist ein Rollbild des tantrischen Buddhismus, den wir als Lamaismus bezeichnen. Es wird zu Meditation in Tempeln oder Hausaltären aufgehängt und bei Prozessionen mitgeführt. Otto malte mit feinsten Haarpinseln, ohne optischen Hilfsmittel, auf winzigen, diagroßen Formaten hunderte von Buddhas und Schutzgottheiten. Einzelfigurationen von filigranster Ornamentik. Seine geheimnisvollen Schwarzgrundierungen sind aus Ruß und Milchschnaps angemischt. Die Farben bestehen aus mineralischen und pflanzlichen Pigmenten, gebunden mit dem Leim aus Yakhaut. Otto erfindet sich als Künstler innerhalb dieses definierten Kanons neu. Malerei wird für ihn zur Meditation ohne konkrete religiöse Intentionen. Er arbeitet im spirituellen Geborgensein der Vorstellung, dass die Energie durch die lebendige Gottheit auf ihn als Werkzeug übergeht. Wenn der Maler erst ganz am Schluss den Gesichtern seiner heiligen Figuren Augen gibt, erwacht die Gottheit zum Leben. Die wichtigste Grundlage für diese Malerei ist das natürliche Licht. In der Mongolei scheint an 300 Tagen im Jahr die Sonne. So wurde Deutschland zur Herausforderung. Denn Otto Beyer siedelte nach staatlichen Auszeichnungen und Ausstellungen in aller Welt 2005 nach Berlin um und fing 2007 noch einmal ein Kunststudium an, diesmal im Institut für Kunst im Kontext an der Universität der Künste Berlin. Er schloss es 2010 mit dem Master of Arts ab. Der Künstler erwarb auf diese Weise nicht nur die Kenntnis über Techniken, Ikonografien und das Selbstverständnis westeuropäischer Kunstgeschichte, er tauchte auch ein in die aktuellen Diskurse um Malerei und Medien, Moderne und Postmoderne. So ging er über Grenzen in eine neue Welt und erweiterte seine Horizonte, ohne die frühen Prägungen zu verdrängen. Otto arbeitet in Deutschland nicht nur als Maler, sondern engagiert sich auch im künstlerischen und geistigen Austausch zwischen Europa und seiner Heimat. Mit seiner Galerie Zurak in Berlin bietet er einen künstlerisch geprägten Schutzraum an, an dem sich Ost und West treffen, wo die Wahrnehmung mongolischer Kultur ermöglicht wird und in dem auch der mongolische Ministerpräsident schon einmal absteigt. In Deutschland fehlt das Licht. Der Himmel ist fast immer dunkel, sagt Otto. Doch Deutschland wird nun der Ort, an dem Otto in den 5 Jahren nach dem 2. Studienabschluss seinen ordinären Hybridstil entwickelt, in dem sich nichts vermischt und aufgelöst wird, sondern sich die kulturellen Prägungen zweier Welten gegenüberstehen, im Bild und als Bild bezwungen. Otto bringt die technische Virtuosität und die ikonografischen Traditionen der mongolischen Miniaturmalerei ein in die westliche Tradition einer auf die eigenen Bildmittel bezogenen Kunst, die seit Manet und dem Impressionismus den Weg in die Abstraktion gegangen ist. Mit der Durchdringung dieser 2 entgegengesetzten Bildbegriffe gestaltet Otto eine Synthese. Seine Malerei erweist sich als ein eigenständiges visuelles Phänomen. Die bewusst herbeigeführte und künstlerisch auf hohem Niveau bewältigte Situation der Hybridität wird zum Einfallstor für Neues. Zu beobachten ist, dass die aktuelle Entwicklung zu größerer ikonografischer Freiheit und Abstraktion geht.
Das grafische Wimmeldrama, die Kamasutra-Erotik wird zugunsten eines beruhigten Figurenkosmos in paradiesischer Verschlingung zurückgenommen. Die malerische Textur tritt als gleichberechtigter Partner immer stärker in die Bildfindung ein. Nach einer Phase intensiver, zeitgeistiger Neonfarbigkeit weisen im Moment pastellhafte Grundtöne stärker auf die Fläche zurück. Dafür nehmen die malerischen Strukturen gestische Züge und experimentellen Charakter. Die einzelnen Bildelemente lösen sich mehr und mehr auf und bilden hybride Mischformen, die sich in Wellenbewegungen und Metamustern über die homogenen Bildoberflächen ziehen. So stehen wir heute vor expressiver Acrylmalerei mit filigranen Tuschzeichnungen auf Baumwollleinwänden. Zebraschwärme von Frauenkörpern in Streifenkostümen begleitet, entfalten einen opfartigen Wirbel. Pinguinkolonien scheinen in informellen Texturen auf, um im eisblauen Orkus zu verlöschen. Unüberschaubare Pferdeherden galoppieren über türkisfarbenen Steppen einem Abend der Existenz entgegen. Im titelgebenden Triptychon White entdecken Sie zwischen schneeigen Farbgittern ein ornamentales Gewimmel aus nackten Menschenkörpern und mongolischer, in diesem Fall einmal mongolischer Tierwelt mit Gazellen und Wildziegen, Schneehasen und Schneeleoparden. Zu Recht zwergenhaft wirkt der Mensch im Universum der Bilder. Die traditionsgemäß ohne Lupe gemalten Figurationen fügen sich in der Fernwirkung zum textilen Gewebe zusammen. In diesem Kosmos ist alles einer unablässig transformierenden Bewegung unterworfen, die wie der Atem eines Gottes durch die Elemente geht. Otgon Bayer hat sich zu einem selbstbewussten zeitgenössischen Künstler im westlichen Kontext entwickelt, der die Kunstentwicklung seiner Heimat von hier aus inspiriert. Mit Recht kann man ihn daher wohl als bedeutendsten mongolischen Künstler der Gegenwart bezeichnen. Doch aus meiner Sicht ist er mehr. Vertreter einer internationalen Malergeneration im Zeitalter der Postmoderne. Er sorgt innerhalb der zeitgenössischen, nachmedialen Malerei für einen glaubwürdigen Erneuerungsimpuls. Ein Impuls, der die Ebenen von Bild und Bedeutung beim Ineinanderschieben durchlässig macht. Wir erleben eine malerische Sprache, die komplex, expressiv und originär ist. Ein Œuvre, das uns bezaubert und verblüfft. Herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank. Das war eine fantastische Einführung.